Also hier. Ah ja, kommen wir schon. Der Markierung finde ich geil, habe ich irgendwie vorhin erst rausgefunden. Scheiße, ich hab mich verdrückt. Ah, hat doch geklappt. Baby. Ja. Lel, wie, Alter, wie? Ranspringen und dann. Ja, genau. Aber ich wusste nicht, welche Taste, hast vergessen. Und damit hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Avatar Frontiers of Pandora. Weiter geht's. Immer noch in der Kluft der Tränen, immer noch am Stimmen der Windflöten. Und mit dabei ist der liebe Fabio. Hallo. Was geht? Hallo, herzlich willkommen zurück zum Let's Play Avatar Frontiers of Pandora. Co-op Let's Play hier wie immer am Start mit dem geilsten. Okay, jetzt wissen wir hier Bescheid. Dürfen wir nicht auf diese Stämmchen hier treten. Diese Windsounds. Aber hier Jump'n'Run so ein bisschen wieder am Start. Echt ganz nice, muss ich sagen. Jungchen, was es hier alles gibt. Junge. Ja, ah, da ist es, okay. Ich glaube, das ist jetzt Pabak. Der Punkt verschwindet nicht. Ah, da. Ah, hier ist jetzt mal die Geschichte Rino. Ja, kein Problem. Machen wir da. Oha, klingt ja viel geiler. Ja, wirklich. So, und jetzt müssen wir dann nach hinten. Ah, wo ist die letzte? Wird gar nicht mehr angezeigt, das heißt, Alter. Ach, da. Wieder runter erstmal, wa? Nee, ich war da, oder? Oh, was ist denn da unten? Was passiert? Hebelranke. Oh Gott, okay, ja, weißt du was, ich... Was ich, machst du? Ich jump ihn einfach runter. Okay, bin ganz unten. Da war nämlich noch so einer von diesen Gegners, die wollte ich jetzt mal ganz kurz plättschießern. Autsch. Ja, die sind, die lohnen sich, ne? Da kriegst du gute Sachen. Ja, ja, deshalb. Das ist auch noch einer, den nehme ich mir. Ja, nehm ihn dir, genau. Da sind auch wieder so eine Pflanze Rhinos. Wahrscheinlich wieder Heilung, ne? Ah ja, aber hab ich ja jetzt. Sie sind da. Oh shit. Hallo, nicht irgendein Schild aktivieren. Oh Gott, jetzt können wir die letzte Scheiße nicht machen, weil er ist das Scheiß. Oh Gott, okay. Digga, das ist ja okay. Erstmal Gewehr ausrüsten und jetzt geht's gleich richtig zur Sache hier. Ja, dieses Ding haut wieder ab, ah. Okay. Jetzt müssen wir nur. Wo bist denn du? Bist du schon da vorne, oder? Oh Gott, das sind ja nur diese Riesenmaschinen. Bist du? Möchten sie? Ja, ja. Ja, da. Ja, bin bei dir. Oh Gott. Okay, oh Gott. Oh Gott. Ich brauch Feuerschutz! Wechsel Stellung! Digga, ich bin mies in der Strömung, Alter. Digga, dieser Speer macht schon geil Damage, muss ich mir sagen. Ja, das war nice. Mehr gibt's ja hier gar nicht. Okay, war es auch, ne? Kann es sein? Da oben ist wieder so eine Pflanze, da müssen wir ja auch hin. Wo genau? Bei dem Dings oder was? Ich vermute. Die Frage ist, wie kommen wir da hoch? Oh ja. Ah ja, okay, hier. Da ist so eine Ranke, dann kannst du hochgehen. Also hier. Ah ja, kommen wir schon. Der Markierung finde ich geil, habe ich irgendwie vorhin erst rausgefunden.
Scheiße, ich hab mich verdrückt. Ah, hat doch geklappt. Ja. Lel, wie, Alter, wie? Ranspringen und dann... Ja, genau. Aber ich wusste nicht, welche Taste. Hast vergessen. Okay, da rechts ist so ein... Ah ja, okay, da... Gut, wir müssen dann irgendwie... Ah. Gott. Oh Gott! Okay. Wo ist die Pflanze? Ah, die ist da oben. Und nu? Hier? Ah ja, hier durch, okay. Das ist schon alles hier ganz geil gemacht, Mann. Durch ja, aber die auch von Seite schwieriger werden, ne? 50er Kopf. Ja. Oh ja, das ist auch nicht schlecht. Ah, hier, okay. Zack. Ach, das geht hier rüber. Man denkt immer, man ist gleich da, dann muss man noch so ewig krank Weg gehen, ey. Ist ja mega. Aber hier sind wir da. Ja, okay, haben wir geschafft. Und dann. Bam, Alter, jawoll. Ist schon geil gemacht mit den Blättern. Wundervoll. Auf seltsame Art. Sie lauschten den Flöten. Ist hier, nicht, ist hier noch die Pflanze irgendwo? Die muss da oben irgendwo sein. Ah, da ist ja noch ein blaues. Ich denke, man muss hier weitergehen sogar. Ja. Guck mal, hier ist eine Ranke. Ja, hier leuchtet ja alles um uns rum. Gerade. Doch, da ist die Pflanze. Ah ja. Ah ja, da. Alter, what the fuck ist das? Das sieht mir aber nach einem etwas größeren Ding aus. Einerseits da rechts halt und dann können wir hier noch weiter nach oben und da oben scheint noch was zu sein dann. Kommen wir von da wieder zurück irgendwie? Gesundheitsdauer abgesteigert. Dann müssen wir wieder zurück und dann. Da unten muss auch noch was sein. Nee, aber wir müssen weiter oben noch. Lass erstmal wieder zurückgehen und ganz nach oben. Weil da muss auch was sein. Nein! Das hat nicht was verkackt. Let's poppen mit dem Sprung. Hä, bei mir haben die Dinger nicht funktioniert. Okay, doch, bei mir. Ich bin wieder oben. Ja, geil. Was mache ich jetzt? Ah, warte mal. Ich kann hier ein bisschen hochlaufen. Ah. Ist da? Wohin? Da lang. Kann ich mal markieren, wo ich jetzt bin gerade hier. Ja, ich muss halt in die richtige Richtung. Und jetzt. Folge. Ah ja. Die hier Musikerhöhle. Wenn ich mich konzentriere, müsste ich das Lied hier hören können. Ist wieder halt so ein Ding, was du ewig machen darfst, Alter. Und dann kriegst du am Ende wieder nur so eine 30-Minuten-Boost. Ja, das dauert jetzt wieder ein ganzes Weilchen halt, ne? Rakata, rakata, rakata. Ach du Scheiße. Ach so, das ist es, oder wie? Mhm. Ja, das ist halt so, ich versteh's nicht. Es dauert einfach viel zu lange. Wenn du das machst, kann ich das nicht machen. Echt, klar. Ja. Der guck dir halt an, was du da. Du musst mit deiner Maus oder der Tastatur so komische Folgen malen, Alter. Das ist wirklich. Ach du Scheiße, das ist zu viel, Mann. Also das hätten sie ein bisschen kürzer machen können, finde ich, weil es ist einfach irgendwie so... Man könnte meinen, es entspannt ein bisschen, aber irgendwie will man doch zocken, Alter. Stattdessen male ich jetzt hier mit meiner Maus irgendwelche komischen Formen und sehe ich da hinten im Hintergrund auch noch rumlaufen. Das ist ja richtig geil gemacht, Mann. Oh Gott, und dann zwei Sachen gleichzeitig, ist ja übel belastend, ey. Ah!
Boah, jetzt. Ich glaube, es kommen noch. Ach du Scheiße, Alter. Was ist denn das? Immerhin haben sie es nicht so schnell gemacht. Ja, Digga, das kannst du auch. Zwei gleichzeitig ist halt echt belastend, ey. Ich hoffe, sehr. Ah, ich glaube, ich bin fertig, ja. Ah, ich hab's geschafft, Mann. Oh, schön. Na gut, geht ja sogar noch. Der Wind. Er singt. Oh. Etwas stimmt nicht. Ja, sieht so aus, dass da was nicht stimmt. Alter, kommt jetzt nochmal ein Gemetzel, oh shit, oder was? Not good. Okay, dann haben wir... Ach, wir hätten das sogar machen müssen. Hey, ich bekomme Funksignale von der Höhenprärie. Auf Hardings Frequenz. Sie verfolgen ein Tier. Und eine fliegende Kriegerin. Bist du das? Nein, das muss Minang sein. Ich gehe. Welches Tier verfolgen Sie? So, okay, das haben wir abgeschlossen. Na gut. Was kommt denn jetzt als nächstes? Schlacht ruft. Finde den RDA-Konvoi. Die Koordinaten zeigen, wo der Fluss ist. Okay, ja, tatsächlich. Ja gut, dann rufen wir mal unseren Ikran und dann gehen wir da nichts wie hin. Ab ins Gemetzel, würde ich sagen. Kann es losgehen? Skillpunkte verdienen 2 Stück. Ja. Würde ich mir erstmal noch aufsparen wieder. So, let's go. Let it go. Uff, Alter, das wird ein richtig Gemetzel, sag ich dir. Hab immer noch nichts zu. Oh doch, ich hab. Doch, dieses Fleisch kann der fressen. Geil, ja, von mir aus. Hab ja ein bisschen was das gesammelt. Gar nichts. Bitte schön, Fluff. Boah, direkt voll, Alter, mega. Ja, das ist ja auch ausgezeichnetes Fleisch. Ja, oh, da raucht was. Naja. Ein bisschen außerhalb landen. Dass dem Ikran hier nichts passiert. Ja. Ja gut. Tja, wie die Mucke schon wieder einsetzt. Junge, Junge, Junge. Finde die Seswar Zahik auf dem Schlachtfeld. Oh. Alter, das ist ja mies hier, ne? Wach auf, Pascalin! Basuk! Wach auf! Oh. Das sieht ja nicht so gut aus. Menschen verschlingen alles. Ai, 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 ai! Versammle deine Leute. Wir reiten in die Schlacht. Uiuiui. Ui. Jetzt geht's ab. Boah. Alter Schwede, ganz schön krass.
Ja, na klar, na gut. So, Körperbemalung haben wir freigeschalten. Neue Quest, würde ich sagen, ist dann ein Thema für nächste Folge. Dann können wir uns jetzt erstmal ein bisschen sortieren, nochmal ein bisschen hier looten, Skillpunkte vielleicht noch verteilen und so weiter. Hörst du mich? Hardings Truppen haben einen Sarkru getötet. Aber du bist sicher, oder? Darum geht so, es dann gucken wir mal. Ich habe schon wieder irgendwas im Jagdbuch gefunden. Mina ja, möchte so. Die Hilfe des Widerstands. Sie sind Verbündete. Wir werden dort sein. Hier, diesen Schimmelpilz. So, und dann können wir mal gucken, bei Fähigkeiten haben wir jetzt ja wieder reichlich. Ja, gut, bin ich jetzt bei 3. Ich guck gleich mal. So. Vielleicht nehmen wir einfach mal irgendwas, was 3 Punkte kostet oder so. Ich habe tatsächlich 4. Na, such du mal wieder aus jetzt. Puh. Irgendwas, was viele kostet, wa? Ja, am besten irgendeine Dreier oder so. Muss jetzt aber nicht sein. Wenn du was Besseres findest, was cooler ist, dann nimm halt das, ne? Bin da irgendwie mal ziemlich lost oder sowas. Guck jetzt hier gerade mal, was es da gibt. Hier gibt's nicht wirklich was mit 3... Das hat hier alles nur... Doch, hier wäre eins. Mächtiger Schleuderstock. Finde ich jetzt aber nicht so geil eigentlich. Deine allgemeine Schaden wird um 10% erhöht. Stärke 3. Sowas ist doch gar nicht schlecht. Oh, hier ist eins mit 4 Erfahrungsstufen. Die hast du ja leider nicht. Nee, kann ich mir nicht leisten. Ansonsten vielleicht Stärke 3, es sei denn, du hast Lust, was anderes zu nehmen. Weil ansonsten gäbe es nur noch ein zweites mit 3. Ist Stärke 3. Hier gibt's noch Vitalität 3. Deine allgemeine Gesundheit wird um 90 erhöht. Das könnte man auch noch nehmen. Also entweder Stärke, mehr Schaden oder mehr Leben, würde ich sagen. Ja, du musst entscheiden, ist mir egal. Was sagst du? Ich denke mehr Damage, oder? Ich glaube, mehr Leben braucht man gar nicht wirklich. Also Stärke 3? Ja, nehmen wir Stärke 3 und dann ist gut. Okay, haben wir. Haben wir schon mal 1-2 hier. Fertig. Ich auch mal gucken jetzt hier, der Kopf. Okay, nee, Kopf hatten wir ja was mit 50 irgendwie gezogen. Allerdings haben wir schon einen mit 88, von daher... Guck jetzt hier gerade. Ja, können wir das eigentlich so lassen halt. Das hier ist allerdings besser. Ob ich meinen einen Skillpunkt, den ich mehr habe als du, auch jetzt irgendwo noch schnell reinballer. Aber das meiste hier kostet eigentlich alles 2. Bisschen nervig. Kann die gar nicht so. Gibt's irgendwas? Ich kann den gar nicht einsetzen, weil alles 2 kostet. Doch hier, der Ikran fängt Fische, wenn sie dicht über tiefem Wasser fliegt. Das ist gar nicht doof. Tiere, die keine Raubtiere sind, reagieren nicht auf dich, wenn du auf einem Schreckenspferd sitzt. Also entweder das mit dem Ikran feiere ich ganz gut, oder dein durch Pflanzen erlittener Schaden ist um 50% reduziert, das ist auch nicht schlecht. Was ist denn jetzt die nächste Quest? Die wäre jetzt schon Stufe 11. Das ist natürlich jetzt nicht ganz so geil. Aber er stellt ja nur Energie her. Er stellt ja dann kein Fressen. Oder frisst er dann automatisch? Weiß ich gar nicht. Ich würde jetzt erstmal... Also die Folge machen wir jetzt erstmal nicht mehr wirklich was. Aber nächste Folge würde ich erstmal anfangen mit der Nebenquest Technische Unterstützung. Wenn wir es uns bis dahin merken können. Die ist nämlich noch für Level 9 gemacht. Könnten wir ja erstmal dann machen und dann... Weil die nächste Hauptquest wäre jetzt schon Level 11, da sind wir jetzt auch noch nicht. Ja. Gib dich zu... Genau, die Sesfer wollen ihre ganze Wut gemeinsam mit dem Widerstand an der RDA auslassen. Ja, das klingt nach einem fetten Ding. Das heißt,
Wird ein fettes Gemetzel, da würde ich ganz gerne noch ein Level sammeln wollen. Irgendwie. Das ist alles so ein bisschen... Oh, jetzt bin ich Level 9. War krass, weil ich bin jetzt fast Level 10, also irgendwas habe ich anders gemacht. Weiß ich jetzt nicht. Ob das vielleicht daran liegt, dass du der Welt... Ja, vielleicht, weil ich die Quests nur machen manchmal. Ja, finde ich ein bisschen komisch manchmal. Oder weil du halt an... Also es gibt ja tatsächlich Dinge, die kann ich nicht machen. Da steht immer... Ja, richtig. Darf nur der Weltbesitzer. Ist halt ein bisschen schade, aber immerhin funktioniert Koop und das ist zumindest auch einigermaßen stabil. Also wir haben jetzt nie so Beitrittsschwierigkeiten gehabt oder so. Also die meisten Sachen kann man ja zusammenspielen, ist ja mein besser als nichts. Ich habe kein gutes Gefühl dabei. Die Sessua sind starke Verbündete, Daylan. Wir arbeiten zusammen. Wäre das denn nicht ein guter Zeitpunkt, um zu verhandeln? Weil wir so stark sind und so. Was die RDA getan hat, war schlimm. Sogar für die RDA. Klar, das war richtig übel. Was ist bloß los mit dem Typen, Mann? Die Kämpfe werden immer heftiger. Und nun steht das Leben von so vielen auf dem Spiel. Sie möchten das aber tun. Uns helfen, Pandora zu befreien. Ich will nur nicht, dass Leute verletzt werden. Gut. Schauen wir mal, was daraus wird, Freunde. Ab der nächsten Folge. Vielen, vielen Dank wieder fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Mach's gut und ciao. Ciao.